Ja, Jungs, ein Punkt in Frankfurt. Meine Spielanalyse dazu kommt jetzt nach dem Intro. Ja, Jungs, ich hoffe, ihr habt ein geiles Spiel gehabt, ein geiles Spiel genossen. Ich fasse mal kurz aus meiner Sicht das Spiel zusammen, also meine Spielanalyse. Ich fange erstmal damit an. Die erste Halbzeit fand ich wirklich, wirklich nicht gut. Chong, eine gute Aktion, der Rest war eigentlich nichts. Ganz, ganz viele Unsicherheiten, nicht zum Ball gegangen, zu spät vom Ball getrennt. Das war aber bei zwei, drei Spielern. Ich finde, Eggestein hat heute extrem stark gekämpft. Eggestein wirklich auch wieder ein starker Kämpfer im Mittelfeld gewesen, muss man so sagen. Mich freut's riesig, riesig groß, dass Sargent endlich auch seine Hütte da gemacht hat und einfach richtig, also ein richtig geiler Lauf, super, super, super duper Lauf, rennt Richtung Tor, guckt, also täuscht praktisch so an, dass er die Bewegung macht, dass er ins lange Eck zirkeln will, schießt ins kurze Eck, einfach nur stark, saustark. Dann muss ich aber auch sagen, dass 1-1 einfach, also die Abstimmung in der Abwehr überhaupt nicht gepasst, kein bisschen, hat die gepasst. Da muss jemand bei dem Innenverteidiger stehen. Selassies Aufgabe war das nicht. Ich habe es ein paar Mal gelesen. Hinter ihm war noch jemand. Da hätte Selassie gemusst. Ich glaube, Veljkovic war es, der in der Mitte stand. Der hätte einfach den Silva dazu machen müssen. Pflicht. Ganz klare Pflichtsache. Muss man so sagen. Erste Halbzeit hatten wir schon Glück mit dem Abseits. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sowas. Das darf nicht passieren. Das ist so. Das kann einfach nicht passieren. Das kann auch nicht gut gehen. So, ja, das muss man so sagen. Mbom fand ich heute das erste Mal nicht so gut wie die letzten Wochen. Also letzte Woche fand ich Mbom viel, viel stärker als heute. Aber auch das ist mal, das ist auch nur mal bei jungen Spielern manchmal so. Wie gesagt, Sargent fand ich wieder kämpferisch auch extrem stark. Auch wirklich sehr, sehr schnell, schneller Laufweg da. Guter Abschluss. Wirklich, da muss ich einfach nochmal an der Stelle sagen, geil. Einfach geil, Junge. Mach bitte weiter so. Und ja, Topper kam nochmal rein am Ende, hat nochmal ein bisschen Sicherheit gemacht, hat sich reingeschmissen, war gut. Den einen oder anderen Konter hätte man einfach besser ausspielen müssen, mehr Konter spielen müssen, so wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt hätten, wir in der ersten Halbzeit auch schon spielen müssen bei den Kontern. Rashica relativ blass geblieben, muss man dazu wieder sagen. Fast schon, ja, fast schon normal jetzt geworden. Man muss aber auch sagen, Rashica hat zumindest heute mal ein bisschen gekämpft und sich so ein bisschen reingehauen, sag ich mal. Auch wenn dann am Ende nicht viel mehr zu sehen war. Aber das war okay. Das war jetzt nicht grottenschlecht. So wisst ihr, was ich meine. Also da hatten wir, letzte Woche war es schon was anderes. Davor die Woche, sorry, Freiburg als jetzt. Aber ja, Chong hätte seine Chance meiner Meinung nach besser nutzen müssen. Ich fand es eigentlich gut, dass er in der Startelf stand. Er hätte es aber einfach besser nutzen müssen. Ist so meine Meinung. Und ja, das neue System scheint zu fruchten. Also man hat wieder eine kleinere Leistungssteigerung gesehen im Gegensatz zu letzte Woche gegen Hoffenheim. Gegen einen für mich heute stärkeren Gegner als gegen Hoffenheim. Also Frankfurt war wirklich auch stark. Wirklich eine super Mannschaft, die da haben. Haben das gut gemacht. Deswegen bin ich froh, dass wir da einen Punkt mitgenommen haben jetzt. Auch wenn drei Punkte jetzt einfach mal schöner wieder gewesen wären. Aber da nehme ich lieber den einen Punkt jetzt mit. Als dann da am Ende sich das Tor noch zu fangen, was ja hätte auch durchaus passieren können bei Moisanders Kopfball. Also man dachte erst Dost hat, aber es war Moisander. Ja, das war praktisch so das Spiel einmal im Schnelldurchlauf zusammengefasst. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wollt ihr morgen im Livestream nochmal ausführlich drüber quatschen, dass wir uns alle so ein bisschen empfangen haben. Das sind jetzt die ersten Emotionen nach dem Spiel, ist klar. Das war auch noch so ein bisschen aufbrausen. Ich ja jetzt auch gerade, ist ja logisch. Und ja, da geht nochmal ein fettes, fettes Dankeschön raus an den 80er Ehrensupporter im Stream gewesen. Und allgemein, der Stream war wieder über 200 Leute drin. Coole Aktion, Jungs, wirklich geil. Ja, hat wirklich wieder wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ja, wir sind weiter Road to 2K. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Das war's mit der Spielanalyse von mir. Also, euer Real Nico. Ciao.